Guten Morgen zusammen. Hier aus Brünn, aus dem verregneten Brünn, komplett in Wasser untergegangen, wie vorgemeldet. Es war aber an und für sich eigentlich nicht in meiner Hoffnung. Egal. Schone dein Vorderrad. Als Quicktipp quasi. Das Vorderrad ist ja in der Regel, wird es relativ lange gebraucht und der Profilabrieb des Vorderrads ist natürlich enorm weniger als der vom Hinterrad. Und die meisten Vorderräder werden eigentlich nicht durch den Profilabrieb schlechter, sondern durch das ewige Aufheizen, Abkühlen, Aufheizen, Abkühlen, Aufheizen, Abkühlen. Wie du das Ganze ein bisschen optimieren kannst, wissen vielleicht schon viele von euch, aber ein paar vielleicht auch wiederum nicht. Erstens, wenn du zwischen den Turns reinkommst, pack sofort wieder die Heizdecken drauf, steck die sofort wieder an. Wenn du am Ende des Tages fertig bist mit Fahren, bevor du das Moped einlädst in deinen Transporter, in den Hänger, stell das wieder auf den Ständer und tu die Heizdecken wieder drauf, aber ohne sie anzustecken. Hat den Grund, hat den Vorteil, der Reifen kühlt langsam ab und somit gehen die Weichmacher vom Reifen nicht so schnell raus. Das heißt, du verdoppelst eigentlich fast die Lebensdauer von deinem Vorderrad und das ist schon wirklich sehr entscheidend. Also wirklich ein Quick-Tipp, mach es auch am Hinterrad, obwohl es am Hinterrad vielleicht, sage ich jetzt mal, nicht so schlimm wäre, weil da dementsprechend viel Abrieb vorhanden ist. Aber trotz alledem, lass die abkühlen, bis die halt so Körpertemperatur haben. Bis du merkst, okay, die sind jetzt deutlich abgekühlt, nicht mehr so heiß, wie du reinkommen bist. Und ja, so einfach so Körperwärme, die dürfen schon auch lauwarm sein, dann kannst du die Decken runter tun und dann siehst du den Unterschied. Was mir immer stark auffällt bei jemandem, der die Heizdecken zum Abkühlen nicht drauf tut, ist, dass die Reifen sehr blau werden, wenn die dann abgekühlt sind, so am Tag oder... Schmerzfrei. Regen, ne? Wenn die... wo war ich denn? Man sieht es, wenn die Reifen zu schnell abgekühlt sind, dann werden die zwei, drei Tage später werden die blau. Da kriegen sie so einen blauen Film rundum, das ist so ein schmieriger Film. Und das sind die Weichmacher, die da rausgehen durch das schnelle Abkühlen. Also versuch einfach ein bisschen Geld zu sparen, versuch deinen Reifen zu schonen und kühl die Reifen immer mit abgesteckten Heizdecken langsam ab. So als Quick-Tipp. Ist halt allgemein so, dass dieses Aufheizen, Abkühlen so ein Thema ist. Wir haben jetzt hier Regen, es ist für Nachmittag ein bisschen Sonnenschein und vor allem trockene Strecke wahrscheinlich angesagt. Ich habe die Heizdecken drauf, aber ich habe die Heizdecken jetzt noch nicht angesteckt, einfach um die Aufheizphase ein bisschen zu verkürzen. Also die reicht 1,5 Stunden vollkommen aus. Und wenn ich jetzt seit morgen hier die Heizdecke angesteckt hätte, dann würde ich den ganzen Vormittag die Reifen heizen. Und desto länger die heizen, umso mehr Weichmacher gehen raus. Vor allem wir so als arme Schlucker haben ja das Problem, dass wir die Billigheizdecken mit diesem Drahtheizer drin haben. Und die sind so punktuell auf dem Reifen gerichtet, also nicht auf die ganze Fläche verteilt. Meines Wissens gibt es da für 1000 Euro so Kevlar-Matten, die dann großflächiger heizen. Aber ja, habe ich auch nicht. Also von dem her, Heizphasen so gering wie möglich halten, vor allem wenn du weißt, es wird jetzt zum Beispiel Vormittag sowieso nichts mitfahren, erst Nachmittag, dann stecke ich die erst Mittag an oder wenn ich einsehen kann, jetzt wird es trocken, 1,5 Stunden reichen vollkommen aus. Quick-Tipp. So nebenbei, der Kanal ist komplett durch die Decke gegangen für meine Verhältnisse. Ich habe jetzt im Moment, werde ich so die 4000 Abonnenten knacken. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Das ist der absolute Hammer. Hätte ich nicht damit gerechnet. Wirklich nicht damit gerechnet. Macht mir irrsinnigen Spaß, das Feedback von euch. Ich komme kaum noch mit Kommentare beantworten hinterher, aber ich werde die so lange beantworten, solange das nicht mehr als 2 Stunden am Tag dauert. Also versuche ich jeden Tag 2 Stunden dafür aufzuwenden. Ist natürlich wirklich super, was ihr mir für Feedback gibt. Das ist der Oberhammer. Zu den Tracksheets, ja, die kommen. Also die wird es geben,
Ich weiß nicht mehr, wer es war, hat einen guten Tipp gegeben, so Pakete mit Rennstreckenpaket. Also so die südlichen, dann vielleicht ein Paket für Spanien, ein Paket für die deutschen Strecken und so weiter. Das werde ich machen. Es gibt natürlich viele Rennstrecken, die ich in- und auswendig kenne, da wo ich quasi wirklich die Strecke so beschreiben kann, da wo ich jede Welle kenne. Ne? Also so wie hier in Brünn, Slowakia, auch Misano natürlich und so weiter. Es gibt ein paar Strecken, die ich persönlich mit dem Motorrad nicht kenne. Die kenne ich aus meiner Autozeit. Das ist zum Beispiel der Nürburgring. Den kenne ich nur mit dem Auto, bin ich mit dem Motorrad noch keinen Meter gefahren. Das heißt, ich werde als erst die Strecken machen, die ich natürlich in- und auswendig kenne, weil ich muss schon dahinter stehen. Natürlich kann ich dir jetzt eine Linie einzeichnen in eine Strecke, die ich nicht kenne oder vermute die so oder sehe ich ja in der Superbike oder sonst wo, wie sie fahren. Das hat aber keinen Sinn. Also ich muss schon 1000%ig hinter der Strecke stehen und wirklich jede Bodenwelle kennen. Sonst kann ich das nicht. Sonst kann ich das ja nicht freien Gewissens an dich weitergeben. Also das muss wirklich Hand und Fuß haben. Da sind viele Strecken da. Wir haben in Spanien auch unter anderem Portugal, Portimão, ich habe Cartagena, ich habe Almeria, ich habe Jerez, ich habe hier in Süddeutschland oder Südösterreich hier, ich habe Red Bull Ring, ich habe Salzburg Ring unter anderem, falls den ja auch irgendjemand fahren möchte. Ich habe natürlich Most, Lausitzring kenne ich gut, obwohl ich nicht weiß, ob da noch viele Veranstaltungen sein werden. Ich glaube, der Günther mit HPS ist da noch ein paar Mal, aber das war es dann auch schon. Also ich weiß nicht, schreibt es in die Kommentare, falls es sich rentiert. Aber ich habe viele Rennstrecken und das Ganze wird so sein, dass ich quasi so viele Informationen über jede Kurve, über jede Stelle auf die Rennstrecke mit rauftrage. Das sind auch Gänge, wie ich sie fahre und wie sie die meisten fahren, mit so typischen Übersetzungen. Also meistens, die typische Übersetzung ist Serie minus ein Zahn vorne und zwei plus zwei Zähne hinten. Das ist so der... Die Regel und das ist alles ziemlich gleich. Also ich sehe es ja bei meinen Instruktionen, da fahren alle immer so ziemlich die gleiche Übersetzung. Natürlich gibt es welche, die fahren eine andere Übersetzung und dann ist halt von den Gängen her eventuell ein bisschen blöd, dann ist für dich halt nichts dabei. Aber in dem Fall, für die meisten ist das mit den Gängen auch richtig. So, das Ganze wird dauern. Wenn ich mich jetzt da richtig hinsetze und das Ganze durcharbeite und dann möchte ich auch noch auf ein paar Strecken gehen und ich werde heute in Brünn noch mal mit dem Fahrrad rumfahren und es gibt auch zu Brünn on Board Video, wo ich wieder live kommentiere, falls es trocken wird. Natürlich möchte ich so viele Informationen wie möglich haben, damit ich die dir weitergeben kann. Also, das war's so. Kurzes Statement von mir aus Brünn. Ich hoffe jetzt auf schönes Wetter, machen wir noch einen Kaffee und dir wünsche ich viel Spaß, was auch immer du machst. Bis dann, ciao.